Hallelujah. The Lord, the time we are standing, the time we are directing, baby. How are you going to lay down? Now, how the cash is in the air, you got your picture. But this is in the situation. Then you are a good time to tell me out. Wie sprechen Sie den Namen Ihrer Frau aus? Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi. Ja, genau, kein Problem. Es gab eine Zeit, da hielt Aung San Suu Kyi von der Gartenmauer ihres Hauses in Rangoon aus flammende Reden an die Massen. Seit 1988 gilt sie weltweit als Ikone des gewaltlosen Kampfes für Demokratie in Burma. Doch schon bald wurde sie für die burmesische Regierung zur Bedrohung. Ab 1989 stand Aung San Suu Kyi immer wieder unter Hausarrest und konnte sich 15 Jahre lang nicht frei bewegen. Nachdem man mich unter Hausarrest stellte, verschrieb ich mich voll und ganz der Politik. Sie bestimmte mein Leben. Wegen meiner Politik stand ich unter Hausarrest. Sie wurde mir zum Lebensinhalt. Doch gab es in ihrem Leben auch eine Zeit vor der Politik. Nur wenige wissen, dass Aung San Suu Kyi früher ein ganz anderes Leben unter Oxford-Akademikern führte, mit Dinnerpartys und einem britischen Ehemann, zwei Söhnen und einem Hund. Für mich hat sie zwei Seiten. Sie sah burmesisch aus und kleidete sich burmesisch. Natürlich trug sie auch Jeans und legere Kleidung, aber sie verleugnete dabei nie ihren kulturellen und ethnischen Hintergrund. Burma ist mein Land. Ich habe niemals auch nur darüber nachgedacht, die britische Staatsbürgerschaft anzunehmen. Das kam mir nie in den Sinn. Ich bin als Burmesin geboren und werde das auch bis zu meinem Lebensende bleiben. Aung San Suu Kyi kam nach England, um dort das zu erhalten, was ihre Mutter als ordentliche Ausbildung bezeichnete. Ich war 20 und sie 19 Jahre alt. Wir waren beide nach Oxford gekommen und besuchten ein reines Frauencollege namens St. Hugh's, das recht altmodisch war. Das war Mitte der 60er. Die sexuelle Befreiung kam gerade nach England und die meisten jungen Frauen meines Jahrgangs waren auf der Suche nach einem Freund oder Affären und wollten das Leben genießen. Wir waren eine internationale Gruppe von Freunden. Und eines der britischen Mädchen meinte, Sue, du musst dir doch auch einen Liebhaber wünschen. Sie antwortete, nein, überhaupt nicht. Ich möchte Jungfrau bleiben, bis ich heirate. Dann fragte sie jemand, und was machst du bis dahin? Sie erwiderte, ich gehe ins Bett und umarme mein Kopfkissen. In ihrer Lebenseinstellung unterschied sie sich sehr von den Briten unserer Generation. Im Vergleich zu vielen Westlern und vielleicht auch Burmesen bin ich sehr zurückhaltend. Wir wurden ziemlich streng erzogen. Meine Mutter legte großen Wert auf Disziplin. Sie hat eine sehr liebevolle, einfühlsame und warmherzige Seite. Andererseits hat ihr Charakter auch etwas Stahlhartes, fest Entschlossenes, ja, fast schon Skrupelloses. Egal, welches Ziel sie sich setzt. Sie verfolgt es bis zum Ende. Sue hat so etwas an sich. Ätherisch ist das falsche Wort, weil sie sehr bodenständig ist. Aber sie hat etwas sehr Unnahbares, während Michael ein sehr zugänglicher Mensch war. Er war ein großer Gelehrter und Tibetologe. Das sieht man an den Texten, die er aus Begeisterung für Südostasien schon als Junge zu schreiben begann. Er war ein hervorragender Kopf. Seine Bücher über Tibet und den Himalaya-Buddhismus sind allesamt erstklassige akademische Werke. Er war ein Gentleman der alten Schule, aber hatte auch eine andere Seite. Er war sehr lebenslustig und offen. Intelligenz und Entschlossenheit zeichnete seinen Charakter ebenso aus wie den von Sue. Deshalb fühlten sie sich von Natur aus zueinander hingezogen.
Die Hochzeit im burmesischen Stil fand bei uns zu Hause mit Michaels Eltern Ethel und John statt. Eine wunderschöne Zeremonie. At their Buddhist wedding on the sitting room floor of Paul and Pat Gorbu's house in Chelsea. I was one of those who walked around them with the holy thread. What a wonderful bond that was to prove to be. Sie musste viele Hürden überwinden. Sie heiratete einen Ausländer, lebte in einem fremden Land und zog die Kinder groß. Auf der anderen Seite wusste sie, dass es in ihrem Land keinen würdigen Nachfolger für ihren Vater gab, den sie vielleicht auch hätte heiraten können. Wohl schon recht früh verspürte sie ihre Mission für Burmas Zukunft. Dennoch entschied sie sich für die Heirat mit dem Mann, den sie liebte. Anfangs stand ihre Ehe unter der üblichen Prämisse, dass der Mann wichtiger ist als die Frau. Unabhängig davon, was Michael später tat, zog sich dieser Grundsatz wie ein roter Faden durch ihre Ehe. Sie erzählte mir auch von ihren Beziehungsproblemen. Alle Frauen beklagen sich doch bei ihren besten Freundinnen über ihre Ehemänner, oder? Da kann einem nicht viel passieren. Natürlich gab es Reibereien, weil er seine eigene Karriere verfolgte. When Michael was establishing his reputation as a Tibetan scholar, and Sue was living to the full her role as housewife and mother. Ironing Michael's socks, I recall, as a particular manifestation of the former role. It was an activity she performed with pride and a certain defiance of her more feminist friends. Sie hielt das Haus sauber und war sehr gastfreundlich. Ich hatte das Gefühl, dass ich eine Art Gegenmodell dazu war. Ich mochte sie sehr. Sie war ein großartiges, bewundernswertes Vorbild. Aber auch sie ärgerte sich über manches oder war schockiert. Und manchmal schimpfte sie auch richtig. Das war auch durchaus komisch, weil sie ein sehr humorvoller Mensch ist. In den ersten 15 Jahren ihrer Ehe drehte sich alles um Michael. Er unterrichtete am St. Anthony's und am St. John's College. Er war ein bekannter Dozent für Bhutan und Himalaya-Buddhismus und Biograf des 13. Dalai Lama. Er verdiente also die Brötchen, war Dreh- und Angelpunkt der Ehe und Sue hielt ihm den Rücken frei. Sie war die typische Oxforder Hausfrau. Zwar noch immer die Tochter ihres Vaters, doch hatte sie den typischen Oxforder Lebensstil angenommen. In January 1947, Sue Chi's father, Aung San, led a delegation to London to negotiate independence with the Labour government of Clement Attlee. There were many in Britain, including opposition leader Winston Churchill, who would have had Aung San tried for war crimes. Less than 4 years earlier, he had presided as Minister of War in the Japanese-backed Burmese administration in Rangoon. My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government in order to discuss constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. When he was assassinated, he is only Bei seiner Ermordung war er erst 33 Jahre alt. Sein Leben lang verfolgte er nur ein Ziel, die Befreiung Burmas von den Briten. In den 80er Jahren war Sue aus meiner Sicht eine Frau, die auf der Suche nach ihrer Rolle und ihrer eigenen Position war. Sie fragte sich, ist das meine Bestimmung, eine Oxforder Hausfrau an der Seite eines Oxford-Dozenten zu sein? All diese Jahre als Vollzeitmutter waren sehr schön und erfüllend. Aber die Kluft zur beruflichen und akademischen Laufbahn, die sich auftat, obwohl es mir gelang, in dieser Zeit Tibetisch und Japanisch zu lernen, gibt mir doch das Gefühl, im Nachteil zu sein gegenüber denen, die nie den Beruf aufgegeben haben. Sie wollte auch ein eigenes Leben haben, in dem sie sich nützlich und ausgefüllt fühlte. Außerdem sollte dieses Leben mit Burma zu tun haben. Das war ihr wichtig. Deshalb begann sie, die Biografie ihres Vaters zu schreiben. Sie gab mir das Buch und meinte, das ist über meinen Vater. Erst da verstand ich, wer sie war. Ich wusste das vorher gar nicht. Sie hatte nie darüber gesprochen. Als ich jung war, konnte ich mein Land nie wirklich von meinem Vater trennen, weil ich noch sehr klein war, als er starb.
Immer brachte ich ihn in Verbindung mit meinem Land. Selbst heute ist es für mich noch schwierig, die Erinnerung an meinen Vater von der Vorstellung von meinem Land zu trennen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, in seine Fußstapfen zu treten. Trotzdem würde ich gern, weil er bei seinem Tod so jung war und deshalb vieles unvollendet blieb, vollenden, was er begonnen hatte, falls sich die Gelegenheit dazu ergäbe. Einfach aus Liebe. Der letzte Märztag 1988 war ein ruhiger Abend, wie viele andere in Oxford. Unsere Söhne waren schon im Bett und wir lasen, als das Telefon klingelte. Wenn man stirbt, hat man auch dieses fast unmerkliche Gefühl, dass da jemand an die Tür klopft. Mit diesem Anruf um 23 Uhr wurde ihr mitgeteilt, dass ihre Mutter einen Schlaganfall erlitten habe. Ob sie bereit sei, nach Burma zurückzukommen, um nach Dokin Key zu sehen. Michael realisierte zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht die Tragweite dieser Entscheidung. Ihm war nicht klar, dass damit ihr Schicksal besiegelt war. Sie sprang ins kalte Wasser, weil das ihr familiärer Background und ihr Erbe war. Dieses Erbe allein hätte ihr Leben aber wohl nicht so sehr bestimmt, wenn nicht verschiedene Ereignisse zusammengekommen wären, als sie ihre Mutter besuchte. Nachdem ich im Juni ankam, gab es an der Universität größere Unruhen. Und im August, das wissen Sie ja, ging das ganze Land auf die Barrikaden. Während der Unruhen war sie größtenteils im Krankenhaus bei ihrer Mutter. Sie kam also nicht wirklich raus. Damals war sie nur cool und elegant, aber nicht politisch. Es gab noch keine Anzeichen für einen Eintritt in die Politik. Diese Verwandlung war absolut außergewöhnlich. Anfangs erwarteten wir, dass ihr großer Bruder eines Tages Burma führen würde. Aber am Ende kam es ganz anders. Sie hat einen Bruder, der ein ziemlicher Taugenichts ist. Ich glaube, er lebt in Amerika und steht auf Seiten der Regierung. Ich vermute, er ist neidisch auf seine Schwester. Aung San Suu Kyi wusste anfangs noch nicht recht, wo sie anfangen sollte. Aber dann etablierte sie sich als Führerin der Demokratiebewegung. Ihre erste große Rede, mit der sie ihren Durchbruch hatte, hielt sie in der Schwedagon-Pagode. Ich ging nicht hin, weil ich nicht zu sehr den Eindruck erwecken wollte, dass sie die Briten hinter sich hatte. Nie zuvor hatte ich eine so große Menschenmenge gesehen. Die Menschen forderten Demokratie und Menschenrechte. Da schloss ich mich der Bewegung an. Dann sagte sie, als Tochter von Aung San, eines Helden für die Unabhängigkeit. Sie wusste sehr gut, dass sie etwas für das Volk tun musste. Und sie war bereit, sich für ihr Volk aufzuopfern. Das berührte uns alle, wirklich jeden. Von ihren Reden war ich überwältigt. Ich war fast erschrocken. Auf so jemanden wie sie hatten wir gewartet. Sie war unsere wahre Führerin. Ich war sehr beeindruckt. Auf diese Frau hatten wir gewartet. Sie hatte einen sehr eindrucksvollen Auftritt. Sie bewegte sich in der Politik wie ein Fisch im Wasser. Am 2. Januar 1989 wurde Aung San Suu Kyis Mutter beigesetzt. Ihre Mutter starb und sie blieben. Ja, inzwischen hatte ich hier eine zweite Familie gefunden, meine Kollegen. Wo ich lebe? Unser Zuhause ist seit 1975 Oxford in England. Obwohl wir Burma bis zur politischen Explosion 1988 als Familie sehr oft besuchten. Ich glaube, dass Michael in dieser Frühphase noch gar nicht wusste, was für ein Leidensweg vor ihm lag, welche Odyssee ihm bevorstand. Ich bitte dich nur um eins, dass du, sollte mich mein Volk brauchen, mich in dieser Pflicht unterstützt. Manchmal überfällt mich die Angst, dass uns die Umstände und nationalen Belange, gerade wenn wir am glücklichsten sind, auseinanderreißen, sodass die Trennung zur Qual würde. Und doch bin ich sicher,
dass Liebe und Mitgefühl am Ende siegen werden. Mehr als einmal meinte er, er habe bei der Heirat schon gewusst, dass sie sich im Zweifelsfall immer für ihr Land entscheiden würde. Sie hatte das immer gewollt und er sagte, er würde das akzeptieren und sie unterstützen. Nach den Unruhen erklärte sich die burmesische Regierung überraschenderweise bereit zu freien Wahlen innerhalb von 2 Jahren, verbot ihr aber einen echten Wahlkampf. Aber sie kümmerte sich nicht darum. Da war diese Bewunderung durch so viele Menschen und die hohen Erwartungen. Plötzlich wurde sie auf ein Podest gestellt. Die National League for Democracy hatte von Anfang an starken Rückhalt in der Bevölkerung. Dieser Rückhalt wurde Ende 1989 immer stärker. Plötzlich erschien das bisher Unmögliche machbar. Und so ging es weiter. Denn Ende Mai 1990 stimmten 80% für die NLD. Der Staatsrat für die Wiederherstellung von Recht und Ordnung war der Ansicht, die Wahlen seien nicht nach seinen Vorstellungen verlaufen und wollte die Ergebnisse nicht werten. Es wurden weitere unserer Führer verhaftet und erste Schritte unternommen, der NLD das Leben schwer zu machen. Was soll ich sagen? Sie sind sehr geschickt darin, sie auszubremsen. Als sie in das Irrawaddy-Delta fuhr, wurde sie plötzlich gestoppt und musste 5 Tage auf einer Brücke verbringen. Sie hatte vielleicht ein paar Kekse im Auto, aber wie sollte sie zur Toilette gehen? Einige meiner Freunde begleiteten sie, nachdem sie 1989 die NLD gegründet hatten. Sie erzählten mir, dass sie ziemlich lange ohne Schlaf, Essen und Trinken auskommen konnte. In puncto Selbstbeherrschung war sie also sehr zäh und konnte mehrere Tage durchhalten. Sie war daran gewöhnt. Eine gute Voraussetzung für ihren ersten 6-jährigen Hausarrest. Am 20. Juli 1989 wurde Aung San Suu Kyi vom Militär unter Hausarrest gestellt. Früh am Morgen kam jemand aus meiner Nachbarschaft und erzählte uns, dass am Ende der Straße Truppen stationiert und Barrikaden errichtet worden seien. Er rechnete damit, dass etwas passieren würde. Sie verhafteten aber nicht mich, sondern die anderen und brachten sie aus dem Garten. Warum wurden Sie nicht verhaftet? Sie stellten mich unter Hausarrest. Auf mich wendeten sie ein anderes Gesetz an. Ich glaube, es war 10b. Wahrscheinlich wegen meines Vaters. Im stillen Land Burma weiß niemand, wann nicht einer etwas mithört, das er verkaufen kann. Informanten werden mit dem Blut des Landes bezahlt und keiner wagt, die Qual zu beschreiben. Im stillen Land Burma lacht niemand und niemand denkt laut. Im stillen Land Burma spricht nur das Schweigen der Menge. Im Juli 1990 nahm Michael für seine Frau den Sacharow-Preis entgegen. Michael schien die Situation weitgehend zu akzeptieren. Wie soll ich das beschreiben? Er resignierte einerseits, andererseits setzte er sich sehr aktiv für sie ein. Hatten Sie die Möglichkeit, sie zu sehen? Vor 18 Monaten. Als ich vor 18 Monaten bei ihr war, wurde sie von ihren Wachen höflich behandelt. Aus ihren Briefen ein halbes Jahr später ging hervor, dass dies scheinbar weiterhin so war. Seitdem gibt es widersprüchliche Gerüchte über ihre Situation. Sicher weiß ich nur, dass die Regierung sehr starken Druck auf sie ausgeübt hat, ins Exil zu gehen. Sie boten ihr die Freiheit an, sollte sie das Exil wählen. Anfangs schrieb ich an meine Familie, aber natürlich wurden all diese Briefe zensiert. Alle wurden zunächst zu den Behörden geschickt. Aber ab Ende der 90er Jahre hatte ich keinen Briefverkehr mehr mit meiner Familie. Warum nicht? Weil ich nicht über die Behörden kommunizieren wollte.
Mein jüngster Sohn war erst 12 und musste auf ein Internat wechseln. Darüber machte ich mir natürlich schon Sorgen. Dann aber rief ich mir selbst ins Gedächtnis, dass die Familien meiner Kollegen viel schlechter dran waren, weil diejenigen, die in Burma im Gefängnis saßen, auch um ihre Familien fürchten mussten. Sie mussten sich um ihre Familien sorgen und zusätzlich die Haftbedingungen ertragen, während ich mir über meine Familie keine Sorgen machen musste. Sie war ja in Sicherheit. Michael setzte sich sehr für ihre Sache ein. Er verbrachte enorm viel Zeit mit Lobbyarbeit für sie, mal mehr und mal weniger diskret. Einmal meinte sie zu mir, sie hätte ihn gebeten, etwas zurückhaltender zu sein, weil er zu sichtbar wurde. Er machte sich selbst zur Zielscheibe für die Regierung, indem er betonte, sie sei eine britische Staatsbürgerin. Dessen war sie sich immer bewusst. Wie würden Sie die Situation in Burma heute beschreiben? Das kann ich nur schwer sagen. Erstens bin ich nicht dort und habe auch keinen Kontakt zu Burma. Es dringen fast keine Nachrichten nach außen. Zweitens lehrt mich das Wenige, dass ich weiß, dass es besser für mich ist, nicht viel zu sagen. Die Situation ist kritisch. Es ist viel die Rede von Menschenrechtsverletzungen. Wenn ich die Situation kommentiere, fällt das auf meine Frau zurück und verringert meine Chancen, sie wiederzusehen. Er geriet in einen Strudel von Engagements, Initiativen und Auszeichnungen, die er und seine Kinder für sie entgegennahmen. Ihr wurde ja ein Preis nach dem anderen zuerkannt. Alexander war gerade erst mit der Schule fertig. Er war 18 und wirkte irgendwie traurig. Ein wirklich trauriger Junge. Kim war aktiver und lebhafter, aber auch irgendwie ruhelos. I will now call upon Michael, Alexander and Kim Aris to come forward to receive the gold medal and the diploma on behalf of their wife and mother, the Nobel Peace Prize laureate 1991, Aung San Suu Kyi. Das ist schon sehr hart für ein Kind. Wenn ein Elternteil stirbt, ist das eine Sache. Aber ein Elternteil, das fort ist und zu einer Art moderner Jungfrau von Orléans stilisiert wird, ist etwas ganz anderes. Und sie war die Jungfrau von Orléans für das heutige Burma. Das war sehr schwierig. Man lebt mit einer Mutter, die noch am Leben, aber unerreichbar ist. This is the second time that my younger brother and I have accepted a great prize for my mother in Norway. Die Kinder zahlten für die Folgen dieser besonderen Berufung schon einen sehr hohen emotionalen Preis und waren als Jugendliche einem großen psychischen Stress ausgesetzt. Den Kindern wurde ihr burmesischer Pass abgenommen. Beide hatten burmesische Papiere gehabt. Sofort bei ihrer Rückkehr nach England wurden sie ihnen abgenommen. Deshalb kam mein Mann im Dezember allein. Danach durften sie mich erst 1992 wieder besuchen. Manche Kommentatoren machten Sue Vorwürfe, sie hätte ihre Mutterpflichten vernachlässigt. Aber was ist mit Buddha, der seine Familie mit 32 zurückließ? Oder mit Mandela? Although my mother is often described as a political dissident, who strives by peaceful means for democratic change. We should remember that her quest is basically spiritual. As she has said, the quintessential revolution is that of the spirit. Every day of the week, in Burma's official media, Sue is vilified, calumnied, slandered, taunted, ridiculed, and insulted. In the cowardly way adopted by soldiers who have lost their sense of honor and dignity, she has no right of reply. Even if she did, she would be the last person to reply in kind, for she has never stooped to personal abuse. Instead, she invokes those timeless principles of human justice, dignity, and non-violence that derive from her Buddhist faith. In Buddhism we are taught. Der Buddhismus lehrt uns die vier Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Zunächst einmal muss man den Willen zu etwas haben. Dazu kommt die richtige Einstellung, dann das Durchhaltevermögen. Und schließlich muss man das Wissen dazu erlangen. Wenn man diese vier Dinge kombiniert, erreicht man auch, was man will.
Sie hat selbst erfahren, was diese Tradition bedeutet. Sie hat den buddhistischen Pfad auf eher unabsichtliche Weise eingeschlagen. Wie Buddha schon sagte, die Antwort liegt nicht in den heiligen Büchern oder in dem, was ich lehre. Wichtig ist nur, dass einem die Wahrheit zuteil wird. Ich glaube, bei Sue ist das der Fall. Die Wahrheit wurde ihr nicht in der Weltabkehr oder in einem Kloster zuteil. Das war auch nicht nötig, denn ihr Weg brachte sie täglich Auge in Auge mit der Wahrheit zusammen. Im Juli 1995 gab die Militärjunta plötzlich ihre Absicht bekannt, Aung San Suu Kyis Hausarrest aufzuheben. Heute wartet ihr Ehemann auf die Nachricht, ob ihre Freilassung tatsächlich bedingungslos ist. Wir alle warten nur darauf, es aus ihrem eigenen Mund zu hören. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass diese Situation endlich ein Ende hat. Als ich am Montag erfuhr, dass ich freigelassen werden sollte, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Ich dachte nur, bald bin ich frei. Aber als ich meine Kollegen traf, freute ich mich sehr. Die ersten, die ich nach meiner Freilassung sah, waren Uchimang und seine Frau. Der Mann, der 1990 die Partei zum Sieg führte. Im Augenblick unserer Begegnung war ich sehr glücklich. Vorher dachte ich nur, naja, ich werde frei sein. Dann muss ich auch viel härter arbeiten. Später wurde sie wieder jahrelang eingesperrt. Dann versuchte man wieder, sie in der Hoffnung freizulassen, dass die Welt da draußen sie vergessen habe. Es zeigte sich aber ganz klar, dass das nicht der Fall war. Vor allem in dieser Atmosphäre der völligen Unterdrückung und Freiheitsberaubung war Suu Kyi ein Phänomen. Wie sie hinter ihrer Gartenmauer stand und Reden vor großen Menschenmengen hielt, die über ihre Scherze lachten, selbst wenn sie die Regierung nicht angriff. Natürlich war die Situation unerträglich und konnte nicht mehr länger andauern. Man hatte das Gefühl, dass es ausweglos war. Ab 1995 wurden alle Visumsanträge von Michael für Burma von der Militärregierung abgelehnt. Erst im Januar 1999 erfuhr ich von Michaels Krankheit. Er kam gerade aus dem Urlaub oder von einem Besuch zurück. Er nahm Kontakt mit mir auf und meinte, Peter, ich habe zwei Neuigkeiten für dich. Die eine ist, ich habe Krebs, und die andere ist, ich werde ihn besiegen. Ich werde es schaffen. Ich komme wieder in Ordnung. Ich besuchte Michael und blieb mit ihm in den Monaten bis zu seinem Tod in Kontakt. Das war am 27. März, ein sehr bezeichnendes Datum. Es war sein Geburtstag und der Tag der Schlacht von Maithila, mit der Burmas Weg in die Unabhängigkeit begann. In der Zwischenzeit hatten alle, die Michael kannten, vom Dalai Lama bis zur philippinischen Regierung, versucht, Krankenhausflugzeuge ins Land zu schaffen, um Michael nach Rangoon zu bringen. Als Michael im Sterben lag, dachte Aung San Suu Kyi, er würde die Erlaubnis erhalten, nach Burma zurückzukehren. Denn sogar zum Tode verurteilten Personen wird ein letzter Wunsch gewährt. Wenn jemand stirbt, erfüllt man ihm einen letzten Wunsch. Nicht in diesem Fall. So wie diese Generäle gestrickt waren, spielten sie mit ihnen. Mal erlaubten sie den Kontakt, dann wieder unterbrachen sie plötzlich die Telefonleitung. Das sind widerliche Dreckskerle ohne Anstand. I
Michael hätte Sue nie direkt gebeten, umzuschwenken und zu ihm zu kommen. Damit hätten sie alles verleugnet, wofür sie gemeinsam gekämpft hatten. Sie rief mich an und meinte, tu doch etwas. Als ich ihn sah, konnte ich nichts mehr tun. Es war zu spät. Ich habe solches Glück, einen so wunderbaren Ehemann gehabt zu haben, der meine Bedürfnisse immer verstand. Nichts kann mir das jemals nehmen. This next reading is one for which my father had a particular fondness. It's called the Salutation to the Dawn. Look to this day, for it is life, the very life of life. For in its brief span lie all the verities and realities of existence. The bliss of growth, the splendor of action, the glory of power. For every yesterday is but a dream, and every tomorrow is only a vision. But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a hope. Look well, therefore, to this day. Buddha ließ seinen Sohn und seine Frau zurück und zog aus in den Wald, um die Geheimnisse und die Erleuchtung zu erfahren. Was Sue für Burma tut, ist die Erfahrung einer Erleuchtung im politischen Sinne. Sie ist ihr lebender Zeuge und vielleicht stirbt sie auch als ihr Zeuge. Aber selbst wenn sie das tut, wird die Kraft ihres Handelns in Burmas Zukunft nachklingen. Ich bin nicht hier, um jemanden aufzufordern, sich für die Demokratie einzusetzen. Das Volk von Burma fordert Demokratie, weil es weiß, solange es kein politisches System hat, das ihm seine Grundrechte gewährt, wird es für immer in Angst und Unsicherheit leben müssen. Die Lage in Burma ist genauso fürchterlich wie vor 40 Jahren. Die Situation ist immer noch die gleiche unter diesem Militärregime. Es gibt keine Redefreiheit, keine Meinungsfreiheit und überhaupt keine Menschenrechte. Es ist wirklich noch immer so. Die Menschen sehen keinen Ausweg. Ich habe immer schon gesagt, meine Vorstellung von Freiheit ist die Angstfreiheit. Ich war eine Gefangene, aber ich fühlte mich frei, weil ich keine Angst hatte. Ich dachte daran, dass da draußen viele Menschen unter sehr schwierigen Umständen lebten. Vielleicht waren sie unfreier als ich, weil sie Furcht hatten. Wenn sie sich fürchteten, waren sie sicher unfreier als ich. Für mich ist wahre Freiheit Angstfreiheit. Patafé, der Kampf, findet nicht in Norwegen oder in Amerika statt. Patafé findet in Rangoon statt. Ein Kämpfer muss am Patafé teilnehmen. Sie ist nicht nur eine Kämpferin, sondern auch eine Anführerin. Deshalb muss sie bei unseren Truppen bleiben. Nichts ist umsonst. Wenn man etwas Wertvolles erreichen will, muss man dafür entsprechend bezahlen. Dafür hat sie ihre Familie geopfert. Das ist ein sehr kostbares Geschenk von Aung San Suu Kyi. Eines Tages Burma führen würde. Aber am Ende kam es ganz anders. Sie hat einen Bruder, der ein ziemlicher Taugenichts ist. Ich glaube, er lebt in Amerika und steht auf Seiten der Regierung. Ich vermute, er ist neidisch auf seine Schwester.
Aung San Suu Kyi wusste anfangs noch nicht recht, wo sie anfangen sollte. Aber dann etablierte sie sich als Führerin der Demokratiebewegung. Ihre erste große Rede, mit der sie ihren Durchbruch hatte, hielt sie in der Schwedagon-Pagode. Ich ging nicht hin, weil ich nicht zu sehr den Eindruck erwecken wollte, dass sie die Briten hinter sich hatte. Nie zuvor hatte ich eine so große Menschenmenge gesehen. Die Menschen forderten Demokratie und Menschenrechte. Da schloss ich mich der Bewegung an. Dann sagte sie, als Tochter von Aung San, eines Helden für die Unabhängigkeit. Sie wusste sehr gut, dass sie etwas für das Volk tun musste. Und sie war bereit, sich für ihr Volk aufzuopfern. Das berührte uns alle, wirklich jeden. Von ihren Reden war ich überwältigt. Ich war fast erschrocken. Auf so jemanden wie sie hatten wir gewartet. Sie war unsere wahre Führerin. Ich war sehr beeindruckt. Auf diese Frau hatten wir gewartet. Sie hatte einen sehr eindrucksvollen Auftritt. Sie bewegte sich in der Politik wie ein Fisch im Wasser. Am 2. Januar 1989 wurde Aung San Suu Kyis Mutter beigesetzt. Ihre Mutter starb und sie blieben. Ja, inzwischen hatte ich hier eine zweite Familie gefunden. Meine Kollegen. Wo ich lebe? Unser Zuhause ist seit 1975 Oxford in England. Obwohl wir Burma bis zur politischen Explosion 1988 als Familie sehr oft besuchten. Ich glaube, dass Michael in dieser Frühphase noch gar nicht wusste, was für ein Leidensweg vor ihm lag, welche Odyssee ihm bevorstand. Ich bitte dich nur um eins, dass du, sollte mich mein Volk brauchen, mich in dieser Pflicht unterstützt. Manchmal überfällt mich die Angst, dass uns die Umstände und nationalen Belange, gerade wenn wir am glücklichsten sind, auseinanderreißen, sodass die Trennung zur Qual würde. Und doch bin ich sicher, dass Liebe und Mitgefühl am Ende siegen werden. Mehr als einmal meinte er, er habe bei der Heirat schon gewusst, dass sie sich im Zweifelsfall immer für ihr Land entscheiden würde. Sie hatte das immer gewollt und er sagte, er würde das akzeptieren. Der Buddhismus lehrt uns die vier Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Zunächst einmal muss man den Willen zu etwas haben. Dazu kommt die richtige Einstellung, dann das Durchhaltevermögen. Und schließlich muss man das Wissen dazu erlangen. Wenn man diese vier Dinge kombiniert, erreicht man auch, was man will. Sie hat selbst erfahren, was diese Tradition bedeutet. Sie hat den buddhistischen Pfad auf eher unabsichtliche Weise eingeschlagen. Wie Buddha schon sagte, die Antwort liegt nicht in den heiligen Büchern oder in dem, was ich lehre. Wichtig ist nur, dass einem die Wahrheit zuteil wird. Ich glaube, bei Sue ist das der Fall. Die Wahrheit wurde ihr nicht in der Weltabkehr oder in einem Kloster zuteil. Das war auch nicht nötig, denn ihr Weg brachte sie täglich Auge in Auge mit der Wahrheit zusammen. Im Juli 1995 gab die Militärjunta plötzlich ihre Absicht bekannt, Aung San Suu Kyis Hausarrest aufzuheben. Heute wartet ihr Ehemann auf die Nachricht, ob ihre Freilassung tatsächlich bedingungslos ist. Wir alle warten nur darauf, es aus ihrem eigenen Mund zu hören. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass diese Situation endlich ein Ende hat. Als ich am Montag erfuhr, dass ich freigelassen werden sollte, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Ich dachte nur, bald bin ich frei. Aber als ich meine Kollegen traf, freute ich mich sehr. Die ersten, die ich nach meiner Freilassung sah, waren Uchimang und seine Frau. Der Mann, der 1990 die Partei zum Sieg führte. Im Augenblick unserer Begegnung war ich sehr glücklich. Vorher dachte ich nur, naja, ich werde frei sein. Dann muss ich auch viel härter arbeiten. Später wurde sie wieder jahrelang eingesperrt. Dann versuchte man wieder, sie in der Hoffnung freizulassen, dass die Welt da draußen sie vergessen habe. Es zeigte sich aber ganz klar, dass das nicht der Fall war.
Vor allem in dieser Atmosphäre der völligen Unterdrückung und Freiheitsberaubung war Suu Kyi ein Phänomen. Wie sie hinter ihrer Gartenmauer stand und Reden vor großen Menschenmengen hielt, die über ihre Scherze lachten, selbst wenn sie die Regierung nicht angriff. Natürlich war die Situation Das ist schon sehr hart für ein Kind. Wenn ein Elternteil stirbt, ist das eine Sache. Aber ein Elternteil, das fort ist und zu einer Art moderner Jungfrau von Orléans stilisiert wird, ist etwas ganz anderes. Und sie war die Jungfrau von Orléans für das heutige Burma. Das war sehr schwierig. Man lebt mit einer Mutter, die noch am Leben, aber unerreichbar ist. This is the second time that my younger brother and I have accepted a great prize for my mother in Norway. Die Kinder zahlten für die Folgen dieser besonderen Berufung schon einen sehr hohen emotionalen Preis und waren als Jugendliche einem großen psychischen Stress ausgesetzt. Den Kindern wurde ihr burmesischer Pass abgenommen. Beide hatten burmesische Papiere gehabt. Sofort bei ihrer Rückkehr nach England wurden sie ihnen abgenommen. Deshalb kam mein Mann im Dezember allein. Danach durften sie mich erst 1992 wieder besuchen. Manche Kommentatoren machten Sue Vorwürfe, sie hätte ihre Mutterpflichten vernachlässigt. Aber was ist mit Buddha, der seine Familie mit 32 zurückließ? Oder mit Mandela? Although my mother is often described as a political dissident, who strives by peaceful means for democratic change. We should remember that her quest is basically spiritual. As she has said, the quintessential revolution is that of the spirit. Every day of the week, in Burma's official media, Sue is vilified, calumnied, slandered, taunted, ridiculed, and insulted. In the cowardly way adopted by soldiers who have lost their sense of honor and dignity, she has no right of reply. Even if she did, she would be the last person to reply in kind, for she has never stooped to personal abuse. Instead, she invokes those timeless principles of human justice, dignity, and non-violence that derive from her Buddhist faith. In Buddhism we are taught. Der Buddhismus lehrt uns die vier Grundvoraussetzungen für den Erfolg. Zunächst einmal muss man den Willen zu etwas haben. Dazu kommt die richtige Einstellung, dann das Durchhaltevermögen. Und schließlich muss man das Wissen dazu erlangen. Wenn man diese vier Dinge kombiniert, erreicht man auch, was man will. Sie hat selbst erfahren, was diese Tradition bedeutet. Sie hat den buddhistischen Pfad auf eher unabsichtliche Weise eingeschlagen. Zu spät. Ich habe solches Glück, einen so wunderbaren Ehemann gehabt zu haben, der meine Bedürfnisse immer verstand. Nichts kann mir das jemals nehmen. This next reading is one for which my father had a particular fondness. It's called the Salutation to the Dawn. Look to this day, for it is life, the very life of life. For in its brief span lie all the verities and realities of existence. The bliss of growth, the splendor of action, the glory of power. For every yesterday is but a dream, and every tomorrow is only a vision. But today, well lived, makes every yesterday a dream of happiness, and every tomorrow a hope. Look well, therefore, to this day. The Buddha, you know, he left his son, he left his wife. Buddha ließ seinen Sohn und seine Frau zurück und zog aus in den Wald, um die Geheimnisse und die Erleuchtung zu erfahren.
Was Su für Burma tut, ist die Erfahrung einer Erleuchtung im politischen Sinne. Sie ist ihr lebender Zeuge und vielleicht stirbt sie auch als ihr Zeuge. Aber selbst wenn sie das tut, wird die Kraft ihres Handelns in Burmas Zukunft nachklingen. Ich bin nicht hier, um jemanden aufzufordern, sich für die Demokratie einzusetzen. Das Volk von Burma fordert Demokratie, weil es weiß, solange es kein politisches System hat, das ihm seine Grundrechte gewährt, wird es für immer in Angst und Unsicherheit leben müssen. Die Lage in Burma ist genauso fürchterlich wie vor 40 Jahren. Die Situation ist immer noch die gleiche unter diesem Militärregime. Es gibt keine Redefreiheit, keine Meinungsfreiheit. Früher Morgen kam jemand aus meiner Nachbarschaft und erzählte uns, dass am Ende der Straße Truppen stationiert und Barrikaden errichtet worden seien. Er rechnete damit, dass etwas passieren würde. Sie verhafteten aber nicht mich, sondern die anderen und brachten sie aus dem Garten. Warum wurden Sie nicht verhaftet? Sie stellten mich unter Hausarrest. Auf mich wendeten sie ein anderes Gesetz an. Ich glaube, es war 10b. Wahrscheinlich wegen meines Vaters. Im stillen Land Burma weiß niemand, wann nicht einer etwas mithört, das er verkaufen kann. Informanten werden mit dem Blut des Landes bezahlt und keiner wagt, die Qual zu beschreiben. Im stillen Land Burma lacht niemand und niemand denkt laut. Im stillen Land Burma spricht nur das Schweigen der Menge. Im Juli 1990 nahm Michael für seine Frau den Sacharow-Preis entgegen. Michael schien die Situation weitgehend zu akzeptieren. Wie soll ich das beschreiben? Er resignierte einerseits, andererseits setzte er sich sehr aktiv für sie ein. Hatten Sie die Möglichkeit, sie zu sehen, vor 18 Monaten? Als ich vor 18 Monaten bei ihr war, wurde sie von ihren Wachen höflich behandelt. Aus ihren Briefen ein halbes Jahr später ging hervor, dass dies scheinbar weiterhin so war. Seitdem gibt es widersprüchliche Gerüchte über ihre Situation. Sicher weiß ich nur, dass die Regierung sehr starken Druck auf sie ausgeübt hat, ins Exil zu gehen. Sie boten ihr die Freiheit an, sollte sie das Exil wählen. If she chooses exile. Anfangs schrieb ich an meine Familie, aber natürlich wurden all diese Briefe zensiert. Alle wurden zunächst zu den Behörden geschickt. Aber ab Ende der 90er Jahre hatte ich keinen Briefverkehr mehr mit meiner Familie. Warum nicht? Weil ich nicht über die Behörden kommunizieren wollte. Mein jüngster Sohn war erst 12 und musste auf ein Internat wechseln. Darüber machte ich mir natürlich schon Sorgen. Dann aber rief ich mir selbst ins Gedächtnis, dass die Familien meiner Kollegen viel schlechter dran waren, weil diejenigen, die in Burma im Gefängnis saßen, auch um ihre Familien fürchten mussten. Sie mussten sich um ihre Familien sorgen und zusätzlich die Haftbedingungen ertragen, während ich mir über meine Familie keine Sorgen machen musste. Sie war ja in Sicherheit. Michael setzte sich sehr für ihre Sache ein. Wie Buddha schon sagte, die Antwort liegt nicht in den heiligen Büchern oder in dem, was ich lehre. Wichtig ist nur, dass einem die Wahrheit zuteil wird.
Ich glaube, bei Sue ist das der Fall. Die Wahrheit wurde ihr nicht in der Weltabkehr oder in einem Kloster zuteil. Das war auch nicht nötig, denn ihr Weg brachte sie täglich Auge in Auge mit der Wahrheit zusammen. Im Juli 1995 gab die Militärjunta plötzlich ihre Absicht bekannt, Aung San Suu Kyis Hausarrest aufzuheben. Heute wartet ihr Ehemann auf die Nachricht, ob ihre Freilassung tatsächlich bedingungslos ist. Wir alle warten nur darauf, es aus ihrem eigenen Mund zu hören. Bis dahin hoffen wir natürlich, dass diese Situation endlich ein Ende hat. Als ich am Montag erfuhr, dass ich freigelassen werden sollte, wusste ich nicht, was ich denken sollte. Ich dachte nur, bald bin ich frei. Aber als ich meine Kollegen traf, freute ich mich sehr. Die ersten, die ich nach meiner Freilassung sah, waren Uchimang und seine Frau. Der Mann, der 1990 die Partei zum Sieg führte. Im Augenblick unserer Begegnung war ich sehr glücklich. Vorher dachte ich nur, naja, ich werde frei sein. Dann muss ich auch viel härter arbeiten. Später wurde sie wieder jahrelang eingesperrt. Dann versuchte man wieder, sie in der Hoffnung freizulassen, dass die Welt da draußen sie vergessen habe. Es zeigte sich aber ganz klar, dass das nicht der Fall war. Vor allem in dieser Atmosphäre der völligen Unterdrückung und Freiheitsberaubung war Suu Kyi ein Phänomen. Wie sie hinter ihrer Gartenmauer stand und Reden vor großen Menschenmengen hielt, die über ihre Scherze lachten, selbst wenn sie die Regierung nicht angriff. Natürlich war die Situation unerträglich und konnte nicht mehr länger andauern. Man hatte das Gefühl, dass es ausweglos war. Im Juli 1990 nahm Michael für seine Frau den Sacharow-Preis entgegen. Michael schien die Situation weitgehend zu akzeptieren. Wie soll ich das beschreiben? Er resignierte einerseits, andererseits setzte er sich sehr aktiv für sie ein. Hatten Sie die Möglichkeit, sie zu sehen, vor 18 Monaten? Als ich vor 18 Monaten bei ihr war, wurde sie von ihren Wachen höflich behandelt. Aus ihren Briefen ein halbes Jahr später ging hervor, dass dies scheinbar weiterhin so war. Seitdem gibt es widersprüchliche Gerüchte über ihre Situation. Sicher weiß ich nur, dass die Regierung sehr starken Druck auf sie ausgeübt hat, ins Exil zu gehen. Sie boten ihr die Freiheit an, sollte sie das Exil wählen. Anfangs schrieb ich an meine Familie, aber natürlich wurden all diese Briefe zensiert. Alle wurden zunächst zu den Behörden geschickt. Aber ab Ende der 90er Jahre hatte ich keinen Briefverkehr mehr mit meiner Familie. Warum nicht? Weil ich nicht über die Behörden kommunizieren wollte. Mein jüngster Sohn war erst 12 und musste auf ein Internat wechseln. Darüber machte ich mir natürlich schon Sorgen. Dann aber rief ich mir selbst ins Gedächtnis, dass die Familien meiner Kollegen viel schlechter dran waren, weil diejenigen, die in Burma im Gefängnis saßen, auch um ihre Familien fürchten mussten.
Sie mussten sich um ihre Familien sorgen und zusätzlich die Haftbedingungen ertragen, während ich mir über meine Familie keine Sorgen machen musste. Sie war ja in Sicherheit. Michael setzte sich sehr für ihre Sache ein. Er verbrachte enorm viel Zeit mit Lobbyarbeit für sie, mal mehr und mal weniger diskret. Einmal meinte sie zu mir, sie hätte ihn gebeten, etwas zurückhaltender zu sein, weil er zu sichtbar wurde. Er machte sich selbst zur Zielscheibe für die Regierung, indem er betonte, sie sei eine britische Staatsbürgerin. Dessen war sie sich immer bewusst. Wie würden Sie die Situation in Burma heute beschreiben? Das kann ich nur schwer sagen. Erstens bin ich nicht dort und habe auch keinen Kontakt zu Burma. Es dringt fast keine Nachrichten nach außen. Zweitens lehrt mich das Wenige, dass ich weiß, dass es besser für mich ist, nicht viel zu sagen. Die Situation ist kritisch. Es ist viel die Rede von Menschenrechtsverletzungen. Wenn ich die Situation kommentiere, fällt das auf meine Frau zurück und verringert meine Chancen, sie wiederzusehen. In den ersten 15 Jahren ihrer Ehe drehte sich alles um Michael. Er unterrichtete am St. Anthony's und am St. John's College. Er war ein bekannter Dozent für Bhutan und Himalaya-Buddhismus und Biograf des 13. Dalai Lama. Er verdiente also die Brötchen, war Dreh- und Angelpunkt der Ehe und Sue hielt ihm den Rücken frei. Sie war die typische Oxforder Hausfrau. Zwar noch immer die Tochter ihres Vaters, doch hatte sie den typischen Oxforder Lebensstil angenommen. North Oxford inheritance. In January 1947, Suu Kyi's father, Aung San, led a delegation to London to negotiate independence with the Labour government of Kemenatli. There were many in Britain, including opposition leader Winston Churchill, who would have had Aung San tried for war crimes. Less than 4 years earlier, he had presided as Minister of War in the Japanese-backed Burmese administration in Rangoon. My colleagues and I have come to London in response to the invitation of His Majesty's government in order to discuss constitutional questions of Burma. The demand of our people is complete independence. When he was assassinated, he is only Bei seiner Ermordung war er erst 33 Jahre alt. Sein Leben lang verfolgte er nur ein Ziel, die Befreiung Burmas von den Briten. In den 80er Jahren war Sue aus meiner Sicht eine Frau, die auf der Suche nach ihrer Rolle und ihrer eigenen Position war. Sie fragte sich, ist das meine Bestimmung, eine Oxforder Hausfrau an der Seite eines Oxford-Dozenten zu sein? All diese Jahre als Vollzeitmutter waren sehr schön und erfüllend. Aber die Kluft zur beruflichen und akademischen Laufbahn, die sich auftat, obwohl es mir gelang, in dieser Zeit Tibetisch und Japanisch zu lernen, gibt mir doch das Gefühl, im Nachteil zu sein gegenüber denen, die nie den Beruf aufgegeben haben. Sie wollte auch ein eigenes Leben haben, in dem sie sich nützlich und ausgefüllt fühlte. Außerdem sollte dieses Leben mit Burma zu tun haben. Das war ihr wichtig. Deshalb begann sie, die Biografie ihres Vaters zu schreiben. Sie gab mir das Buch und meinte, das ist über meinen Vater. Erst da verstand ich, wer sie war. Ich wusste das vorher gar nicht. Sie hatte nie darüber gesprochen. Als ich jung war, konnte ich mein Land nie wirklich von meinem Vater trennen, weil ich noch sehr klein war, als er starb. Immer brachte ich ihn in Verbindung mit meinem Land. Selbst heute ist es für mich noch schwierig, die Erinnerung an meinen Vater von der Vorstellung von meinem Land zu trennen. Ich habe eigentlich nicht das Gefühl, in seine Fußstapfen zu treten. Trotzdem würde ich gern, weil er bei seinem Tod so jung war und deshalb vieles unvollendet blieb, vollenden, was er begonnen hatte, falls sich die Gelegenheit dazu ergäbe. Einfach aus Liebe.